Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Shadow of the Tomb Raider. Wir müssen jetzt den Tempel der Maya finden. Und drücken Sie Leertaste und springen Sie mit ihr an. Und festhalten. Aber dafür müssen wir es erstmal hier runterklären. Okay, das müsste gehen. Wir müssen da unten hin, um zum Tempel zu gelangen. Das Abseilen. Alles klar. Finde ich ganz schön nice, dass man das jetzt kann. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Und Trinity ist auch auf dem Weg zum Tempel. Deshalb sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Okay, das war knapp. Ist hier was? Und hoch da. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Das sollten wir tatsächlich. Sie A und B und A. Ich schaff das. Ah. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Okay, da können wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt abseilen. Ah, so können wir auch schwingen. Einmal noch. Okay, gut. Das ist es. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Dicke Röhrlinge. Pilze mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Okay, kann auch erst später nochmal gebrauchen. Aber jetzt erstmal hier durchklettern. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ja, rein. Ziehen Sie mit rechter Maustaste und schieben Sie einen Fall, um das okay zu ziehen. Alles klar. Ich muss sagen, ich habe die Stolperfalle nicht gesehen. Gut, dass mir das angezeigt wurde. Dass ich da F drücken konnte. Das hier. Also unser Wegpunkt zeigt an, dass wir unter Wasser müssen. Ich würde mich gerne noch kurz hier umschauen. Vielleicht finden wir ja was, was wir brauchen könnten. Zellen.
Irgendwie da hoch. Oh. Okay. Lieber noch mal Luft holen. Doppelt hält besser. Gerade eben noch geschafft. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Ein Fähigkeitspunkt verfügbar. Wie können wir skillen? Oder wo, besser gesagt? Fähigkeiten Krieger sammeln. Aber man kann wahrscheinlich später an so einem Lagerfeuer machen, wie dann im letzten Teil. Wahrscheinlich auch Sinn machen. Oh oh. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße, das hätte ich kommen sehen müssen. Der Eingang zum Tempel? Ja. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Ara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's. Alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Wären wir fast vorhin in der Falle nochmal gestorben. Bitte auf solche Dinge besser achten. Holz mitnehmen. Aber wie können wir für die Falle gebrauchen? Hier ist doch bestimmt noch was. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Näher ran.
Ach so, okay. Hier noch irgendwo was? Ja. Golderz. Verkaufen Sie Golderz an Händler. Jetzt da hoch. Achso. Wandgemälde. Untersuchen Sie Wandgemälde, um Ihre alten Dialekte zu verbessern. Yeah. Tempel des Mondes. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden, der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes, der Großmutter aller, ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Oh, gut zu wissen. Diesmal nicht. Die Glockenplattform hängt fest. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Das ist Hummels die Kiste. Die Trümmer zerstören. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ah, hier können wir das drehen. Ah, vielleicht. Das hat nichts gemacht. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja. Das. Ah, hier. Dann ziehen wir jetzt das an. Dann dürfte das funktionieren. Jetzt kommen wir an die Leiter dran. Sehr gut. War der Punkt von vorhin. Okay. Dann auf ein neues. War mal zu langsam.
Ja. Okay, das war anscheinend nicht der Weg. Wahrscheinlich dann hier runterklettern, oder? Oder da oben dran. Offenbar konnte ich dann keine Abkürzung nehmen. Und dann hier abseilen. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Dieser Dolch ist der Schlüssel von Chuck Chell. Ich habe in seiner Nähe eine Inschrift entdeckt. Der Schlüssel zu X-Chells Herz eröffnet die Säuberung. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Schnell abhauen. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war. Antworte aber endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Hey! Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann! Ja. Steckst du im Aufzug fest? Komm und hilf mir mit der Beleuchtung! Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen.
Ach, keine Sorge, kriege ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was zum Teufel? Ich check das mal. Inspektoren kommen. Bereit machen. Irgendwas zum nächsten Raster. Ich haben wir auch. Den holen wir uns jetzt auch noch. Oh oh. Dann hier liegen. Und weiter. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Wolf und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Was jetzt? Ich gehe nachsehen. Moment. Was ist das? Warnanlage an Außenposten. Komm! Außenposten, bitte. Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Hört ihr mich? Lass mich ihr Beine machen. So nicht. Aber vielleicht auch gar nicht so sneaky unterwegs. Jetzt haben wir eigentlich eine vernünftige Waffe. Scheiße, da sind noch mehr. Muss man erst den Helm wegschießen, dann zählt halt schon gut. Hoffentlich waren das alle. Das hoffe ich auch. Aufgeworfen, aber hier war noch eine Kiste. Moment. Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht?
Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara, du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. So, wie das jetzt überlebt. Ist man nicht da rein? Wahrscheinlich nicht. Krass, dass nur das Entfernen eines Schlüssels von Chuck Chell sowas auslösen kann.
Hier hoch. Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Amazonas, Peru. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das?
Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kuvak Yaku absetzen. Dann los. Harte Landung. Nach Überlebenden suchen. So, und das war's dann auch mit der zweiten Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.